Herzlich willkommen zum achten Input mit dem heutigen Thema Methoden. Hier sehen Sie, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind, nämlich, dass wir kein Turn Right haben, aber das irgendwie ändern wollen. Bevor wir zur Motivation kommen, erst nochmal unsere Zielsetzung. Sie kennen das Benennen mittels Methoden als eine Methode der Abstraktion und Sie können mehrere Programmschritte in einer Methode zusammenfassen. Was ist unsere Motivation? Für das Befehlen der Roboter steht uns kein Analogon zum nach rechts drehen, also kein Turn Right zur Verfügung. Wir möchten uns Schreibarbeit sparen und nicht jedes Mal dreimal Turn Left schreiben, wenn wir bei irgendeinem Problem gerne aber einfach nach rechts drehen würden. Hierzu bedienen wir uns der Idee der Abstraktion, indem wir dieser Prozedur einen Namen geben. Und das Namengeben ist ein übliches Vorgehen, besonders im Bereich MINT und vor allem in der Algorithmisierung. Ein Beispiel aus MINT. So wird beispielsweise in der Chemie als Teil von MINT eine Abfolge von verschiedenen Tätigkeiten Fehlingprobe genannt, ohne dass jedes Mal aufs Neue aufgeführt wird, wie die dazu gehörenden Tätigkeiten durchgeführt werden müssen. Und zur Information, mit der Fehlingprobe werden reduzierende Zucker nachgewiesen. Und diese benannten Zusammenfassungen, die Sie auf dem Cartoon auch nochmal auf dem Blatt Papier sehen, also wir nehmen mehrere Schritte und geben ihnen einen Namen und können so immer wieder auf sie zurückverweisen, diese können wir natürlich auch wieder neu zusammensetzen in anderen Sachen. Und so können wir letztendlich immer komplexere Probleme auch auf einem höheren Abstraktionsniveau lösen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an einigen Beispielen direkt in unserer Kunstwelt an. Und anschließend, nach diesen Beispielen, werde ich an Ihre bisherigen Vorstellungen, Ihre Präkonzepte zum Thema Funktionen anknüpfen und wir werden diese Vorstellung mit dem, was wir gerade uns angeschaut haben, mit diesen Methoden vergleichen. Nun schauen wir uns das einmal in IntelliJ an. Wie oft haben Sie sich schon geärgert, wenn Sie einen Roboter hatten und eigentlich haben Sie sich gedacht, jetzt wäre es richtig cool, nach rechts zu drehen. Und es geht einfach nicht. Und genau darum wollen wir uns kümmern. Und zwar haben Sie jetzt ab diesem Blatt neben der Datei, wo wir immer was machen wollen, auch noch ein Robot Write. Alles, was hier steht, müssen Sie nicht mehr benutzen. Sie wissen einfach nur, okay, wir machen jetzt hier drin einen Roboter, der auch nach rechts drehen kann. Und wir schreiben das selber. Und wir geben dem Namen. Und wir nennen das auch so analog zu dem Turn Left, Turn Right, damit wir das wirklich in der anderen auch wirklich benutzen können. Denn es würde es so viel netter machen. Wie machen wir das? Wir brauchen schon mal den Namen. Wir nennen es Turn Right. Turn Right hat keine Parameter, denn wir wollen ja einfach nur nach rechts drehen. Das soll ja nicht irgendwie von etwas Bestimmten abhängen, wie wir das noch später sehen werden. Und es gibt auch nicht zurück. Unser Roboter läuft einfach nur. Und wenn wir keinen Rückgabetyp haben, dann schreiben wir einfach nur Void hin. Wenn wir in dieser Rechtsrobot-Klasse sind, wollen wir ja gar nicht von einem bestimmten Roboter sprechen, sondern irgendwie von allen Robotern. Oder ganz allgemein, dieser Roboter, der das macht, dieser Roboter soll jetzt. Denn wir haben ja nicht, wie wir es eben hatten, zum Beispiel Alice oder MyRobot-Namen, sondern wir sprechen immer nur von diesem Roboter. Und deswegen, wenn wir hier drin sind, benutzen wir this für dieser Roboter. Und dann sagen wir, wie drehen wir denn nach rechts? Ja, so wie wir es. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als dass er sich dreimal nach links dreht. Aber, jetzt können Sie sich fragen, ich habe auch vorher drei nach rechts gedreht. Was ist jetzt der Vorteil daran, wenn wir das so machen? Wenn wir jetzt unseren Roboter sagen, Alice ist jetzt ein rechtsdrehender Roboter, also wir geben einen rechtsdrehenden Roboter, wir erstellen einen neuen rechtsdrehenden Roboter, dann kann der das gleiche wie alle anderen Roboter, aber Sie sehen schon ganz oben, er kann nach rechts drehen. Was passiert jetzt, wenn ich sage Alice turn right? Dann ist es intern, als dass Alice, weil sie in der Liste nachschaut, was bedeutet jetzt eigentlich nochmal nach rechts drehen? Ach so, es heißt, ich soll nach links drehen und zwar dreimal. Das kann ich. Also wenn wir das jetzt einmal ausprobieren, dann kann unser Roboter nach rechts drehen. Wir haben vorher nach oben geguckt und wir schauen jetzt nach rechts. Er hat sich nach rechts gedreht. Alice hat sich dreimal nach links gedreht, aber wie sie das macht, ist uns egal. Aber wir konnten jetzt endlich Turn Right benutzen. Und das ist so viel angenehmer, nur Turn Right zu schreiben, als immer,
jedes Mal, hier mussten wir nur ein einziges Mal sagen, wie funktioniert Turn Right? Aber wir mussten es nicht jedes Mal dreimal hinschreiben. Und das ist quasi der große Vorteil von Abstraktion. Ich kann Stücke benennen, die immer wieder gemacht werden, wie bei Turn Right. Noch ein Vorteil ist, wir können Sachen machen, die von etwas abhängen. Wir können sagen, wir wollen manchmal dreimal laufen oder fünfmal laufen. Und dann mussten wir vorher immer überlegen, ich kann jetzt eine Schleife schreiben und muss es immer wieder aber einzeln abändern. Das wollen wir auch verbessern. Wir wollen, dass quasi unser Roboter Alice schnell läuft. Und zwar, indem wir, das ist quasi das Große, indem wir abhängig von einer bestimmten Zahl, so weit soll sie laufen. Und das nennen wir Move Fast. Move Fast hat wie das Drehen zuvor keinen Rückgabetyp. Unser Roboter bewegt sich. Sie soll aber in Abhängigkeit von einer bestimmten Zahl laufen. Ich zeige es Ihnen gleich mal, was ich mir vorstelle. Ich hätte jetzt gerne, dass ich sagen kann, Alice muss Move Fast. Und wenn ich eine 5 eingebe, läuft sie 5 Schritte in Richtung. Ich kann aber auch 2 Schritte eingeben. Was ich nicht machen möchte, ist 4,7 Schritte, denn so Felder haben wir gar nicht. Jetzt müssen wir das aber noch schreiben, dass das passt. Also hier muss jetzt etwas stehen, was so eine ganze Zahl ist, aber allgemein. Und dazu haben wir ja genau unseren Variablenkonzept. Das ist etwas, was ich noch nicht genau weiß. Das ist unbestimmt, aber ich kann es ansprechen. Deswegen nennen es wir Int und wir nennen es Step. Denn wir sagen einfach, das ist quasi die Anzahl der Schritte und deswegen nennen wir es Step. Das ist quasi die große Abstraktion, die wir bei Methoden haben. Wir können auch Methoden ohne Parameter schreiben, aber richtig spannend werden sie erst, wenn wir auch noch die Parameter haben. Die Parameter sind genau das Ding in Abhängigkeit passieren. Und jetzt wollen wir, dass einfach so lange gelaufen wird. Und dann sagen wir, okay, wir wollen also so viel Schritte laufen. Sagen also für alle Schritte wollen wir einmal laufen. Das erinnert uns ja genau an unsere Vorschleife. Also von int i gleich 1 bis i kleiner gleich step. Wir sehen, wir können es einmal benutzen. I ist gleich i plus 1. Wir zählen hoch. Und wenn wir uns das einmal anschauen, wir zählen von 1 bis Step. Angenommen int 3 würden wir zählen 1, 2, 3. Und insgesamt würden wir dann dreimal laufen. Dann nochmal zur Erinnerung, hier müssen wir this, wenn wir sagen dreimal laufen. Das, wenn wir uns das jetzt einmal anschauen. Okay, hier steht nämlich auch das, was wir gerade geschrieben haben. A, move fast, mit Schritt, mit so viel Schritten. Dann probieren wir das mal aus. Alice ist hier gestartet, nach oben geguckt, dann hatten wir noch vor dem Befehl, dass sie nach rechts drehen soll, dass sie 1, 2, 3 Schritte gelaufen. Wir lassen sie jetzt mal weiterlaufen. Wir lassen sie mal 7 Schritte laufen. Sie dreht sich und jetzt soll sie ihre 7 Schritte laufen. Und jetzt haben wir quasi eine mehrfache Abstraktion, denn wir haben ja einmal die Abstraktion gesagt, okay, wir machen das mit einer Schleife, damit wir nicht die einzelnen Move-Befehle einzeln schreiben wollen. Wir haben gesagt, auch die Schleife, wir wollen es abstrahieren, wir wollen es verallgemeinern, weil es dann, wenn ich es so aufgeschrieben habe, auch sich viel besser lesen lässt. Angenommen, ich hätte hier Alice und dann dreimal Turn Left und dann noch 7-mal Move, dann wäre nicht auf den ersten Blick klar, was passiert. Aber wenn Sie lesen, Turn Right, Move Fast, Step 7, wissen Sie, nach rechts drehen und 7 Schritte laufen. Es ist viel leichter zu verfassen. Und das ist genau unsere Motivation für die Methoden. Hier kann auch noch etwas anderes stehen. Und das wollen wir jetzt einmal im nächsten Beispiel zeigen. Und dieses Beispiel umfasst zwei Sachen. Einmal, dass der Rückgabetyp, den wir jetzt immer void hatten, wie es passiert nicht, sondern wirklich etwas, was ich zurückgeben kann. Das kennen wir bereits schon wie get number of coins, da wird mir eine Zahl zurückgegeben. Hier wollen wir es Ähnliches machen. Und zwar wollen wir, dass Alice fragen kann, ob irgendein anderer Roboter, den sie mit Namen ansprechen kann,
Ob die gleich viele Münzen haben, das würde Alice gerne wissen, sondern quasi Alice fragt, hast du gleich viele Münzen wie ich? Und Alice kriegt dann die Antwort ja oder nein. Und das wollen wir jetzt genau machen. Ich schreibe es nochmal als Kommentar auf. Alice asks if another robot has an equal number of coins. Das ist quasi die Idee, die wir jetzt machen wollen. Und die Antwort, wenn ihr gesagt nur, sind sie gleich viel, ja oder nein, das, also dieses ja oder nein, das kann ja nur wahr oder falsch sein, ob sie gleich viel haben. Und für wahr oder falsch haben wir auch einen Datentyp. Und das war Boolean. Also wissen wir, unsere Rückgabe ist Typchen, ist Boolean. Wir brauchen noch einen Namen für die Methode und wir nennen sie has equal number of coins. Und das, ob das die zwei verschiedenen Roboter gleich viel Münzen haben, das hängt natürlich vom anderen Roboter ab. Also müssen wir auch hier noch einen Roboter reinfügen. Und den nennen wir ganz einfach Other Robot. Das ist ein Roboter und das ist ein anderer Roboter. Jetzt gibt es ja zwei Fälle. Entweder sie haben gleich viel Münzen oder sie haben nicht. Wenn sie gleich viel Münzen haben, das ist ja genau unsere Fallunterscheidung, wenn ich es einmal so betone, wenn sie gleich viel Münzen haben. Das wäre einmal ein Kommentar Equal Number. Also fragen wir if, wir fragen diesen Roboter, this, mit get number of coins. Und diese Zahl soll gleich sein wie von unserem anderen Roboter auch die. Und wenn wir das haben, wenn die beiden gleich sind, wollen wir wahr zurückgeben. Und ansonsten geben wir falsch zurück. Dann haben sie nämlich nicht gleich viele. Das ist ein Fehler. Jetzt haben wir das Semikolon. So, alle Klammern sind richtig. Jetzt wollen wir das auch ausprobieren. Wir brauchen noch einen anderen Roboter. Um uns Schreibarbeit zu ersparen, nehmen wir die Zeile mit Alice und benennen Alice einfach um. Und zwar in Bob. Bob steht in einer anderen Stelle. Und Bob hat am Anfang gleich viel Münzen. Diese zwei Zeilen, wo sie sich nach rechts dreht und läuft, kommentieren wir aus. Denn wir wollen ja direkt wissen, ob die beiden gleich viele Münzen haben und wir wollen nicht erst warten, bis Alice so lange gelaufen ist. Wie können wir uns etwas ausgeben? Zur Erinnerung, das können wir mit System out println machen. Und zwar fragen wir nochmal, Alice hat gleich viele Münzen wie Bob? Fragezeichen. Dann Plus. Und jetzt wollen wir genau unsere Methode, die wir gerade geschrieben haben, aufrufen. Und zwar auf Alice. Sagen, has equal number of coins. Und wir nehmen den anderen Roboter, Bob. Und das lassen wir uns ausgeben. Hier sehen wir Alice und Bob. Da ist Alice, da ist Bob. Aber hier unten steht einmal, Alice hat gleich viele Münzen wie Bob, Fragezeichen, wahr. Und das stimmt auch, denn sie hatten dann beide am Anfang 10 Münzen. Was passiert aber, wenn Bob am Anfang eine Münze ablegt? Haben sie dann immer noch gleich viel? Besser nicht. Hier sehen wir, dass Bob eine Münze abgelegt hat und jetzt haben sie keine, nicht mehr gleich viel Münzen. Jetzt nochmal das Resümee, was wir gemacht haben. Um jetzt diesen Roboter zu benutzen zu können, dass er nicht rechts dreht, in den Vorlagen müssen sie nicht mehr Robert, sondern Robert Wright schreiben. Und unter Robert Wright schreiben wir auch unseren ganzen Methoden, was unsere Roboter noch so können. Sie können sich nach rechts drehen, das hat keinen Rückgabetyp, deswegen Void und es hat auch keine Parameter. Das ist völlig ab, ohne Abhängigkeiten. Bei Move Fast haben wir gesagt, in Abhängigkeit von den Schritten soll unser Roboter Alice nämlich einfach länger laufen und das wollen wir auch haben. Und wir haben noch geschrieben, dass wir fragen, ob quasi der Robot,
Roboter, der diese Methode aufruft, mit dem Roboter, den ihr übergeben bekommt, also in Abhängigkeit von dem hier, könnt ihr auch noch einen anderen Roboter wie Cedric nehmen. Und das hat nämlich ein Rückgabetüt, nämlich quasi das, was wir fragen, kann wahr oder falsch sein. Und deswegen haben wir hier den Rückgabetyp Bühlen. Aber wenn wir, je nachdem, was wir fragen, könnte es ja auch irgendwie Int sein. Ein Beispiel für Int, was wir kennen, ist quasi, was wir auch benutzt haben, ist Get Number of Coins. Da kriegen wir genau, hier sehen Sie es nochmal, mit dem Int in der Mitte eine ganze Zahl zurück. Und so können Sie abstrahieren und Sie müssen nicht mehr zum Rechtsdrehen dreimal links schreiben.